zwar, wir machen heute eine Bratapfeltorte. Die ist eigentlich nicht schwer, sie ist nur ein bisschen aufwendiger. Aber ich mache ja gern abwechslungsreiche Sachen, mal so einfache Sachen. Dann wieder ein bisschen, ja, so wie heute, ein bisschen aufwendiger. Und ja, was gibt's zu sagen? Einmal, ich hoffe, ihr merkt, ich habe etwas Ordnung geschafft, denn das ist für mich immer eine Überwindung. Ich habe da immer keinen Bock auf diese Feinheiten in jede Ecke rein und so. Aber es ist vollbracht. Jetzt, und zwar, wir fangen an mit dem Teig. Und ich habe jetzt hier eine Form, also meine Form von 18 cm, die habe ich jetzt mit Backpapier ausgelegt und außenrum auch, damit man das später schön rausbekommt. Und was bei mir jetzt nur anders ist, wir brauchen hier nur einen kleinen Teig unten. Ich mache den jetzt mit glutenfreiem Mehl, weil ich morgen meinem Neffen davon was geben will. Und ihr könnt natürlich dann, wenn ihr also normales Mehl vertragt, also keine Unverträglichkeit habt, natürlich einfach das normale Mehl nehmen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar für unseren Teig brauchen wir einmal ein Ei, das habe ich hier jetzt schon getrennt. Dann 30 Gramm Zucker, 25 Gramm Mehl, 10 Gramm Stärke, das habe ich hier jetzt schon zum Mehl dazugegeben. Dann einen halben Teelöffel Backpulver und 25 Gramm gemahlene Mandeln. So, wir beginnen mit dem Eiweiß. Das tue ich jetzt steif schlagen. Und wenn es so halb steif ist, dann lasse ich den Zucker einrieseln. Und genau, so starten wir. So, jetzt habe ich hier meine zweite Schüssel. Da gebe ich jetzt das Eigelb rein, die gemahlenen Mandeln, das Mehl plus Stärke. Übrigens, mein Nagel, der ist nicht wirklich dreckig, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Da hat sich nur ein bisschen Wimperntusche drunter versetzt. Das habe ich jetzt nicht so gescheit abgekriegt. Bevor es da irgendjemand gibt, der nörgeln sollte, erkläre ich das lieber gleich. So, jetzt haben wir die trockenen Zutaten, ja okay, und das Eigelb zusammen, das verrühre ich jetzt kurz. So, jetzt kommt das Eiweiß dazu. Übrigens, den Ofen habe ich jetzt auf 175 Grad eingestellt zum Vorheizen. Dann können wir den Teig auch schon in die Form geben. So, also das ist ein ganz dünner Boden, weil das Hauptmerkmal geht ja, oder ja, gilt ja dem Apfel dann und der Schmandschicht später. Und jetzt geht das Ganze ab in den Ofen. So. Also übrigens war der Boden jetzt 20 Minuten im Ofen und jetzt geht es weiter mit unserer Füllung. Dafür brauchen wir 600 Gramm Äpfel, die habe ich jetzt geschält und klein geschnitten. Dann habe ich da so 2 Esslöffel Zitronensaft schon dazu gegeben, damit die nicht so schnell braun werden. Dann brauchen wir 60 Gramm Zucker. Dann brauchen wir 180 Milliliter Apfelsaft, 12 Gramm Stärke. Dann 50 Gramm Rosinen, da aber ich glaube, mein Neffe mag keine Rosinen, lasse ich die jetzt weg. Wie gesagt, wenn ihr, ich denke mal, Rosinen sind immer die Rosinenhasser oder Liebhaber, wenn ihr sie mögt, dann 50 Gramm Rosinen. Dann Zimt, 25 Gramm gehackte Mandeln, etwas Zitronenschalenabrieb und 50 Gramm Marzipan. Den habe ich hier jetzt etwas kleiner geschnitten und ein bisschen verteilt, weil wenn ich den jetzt zusammen in eine Schüssel gebe, dann klumpt es ja wieder so zusammen. Und ja, das war's. Und jetzt geht's ab zum Herd. Und zwar beginnen wir jetzt, dass wir einmal den Zucker in den Topf geben. Das lassen wir jetzt erstmal karamellisieren. So, jetzt haben wir nochmal einen Seitenwechsel. Und zwar geben wir jetzt in den Apfelsaft die Stärke rein. Also wie gesagt, der Apfelsaft ist jetzt kalt. Geben wir jetzt die Stärke rein. So, was ich noch sagen wollte, also wichtig ist immer,
beim Karamellisieren die Sache nicht aus den Augen lassen, denn am Anfang dauert es natürlich, bis die Hitze da ist, aber dann geht es halt relativ schnell, damit der Karamell hier nicht zu dunkel wird und bitter wird. Deswegen schön dabei bleiben. Jetzt geben wir die Äpfel dazu. Dann können wir das Ganze auch schon ablöschen mit unserem Apfelsaft. Jetzt muss das Karamell natürlich dann auch wieder flüssig werden. So, jetzt warten wir da mal ein bisschen ab. Was ich aber noch sagen wollte, ich habe mir jetzt noch hier so Weihnachtsaroma gerade rausgesucht und da gebe ich jetzt an Gewürz dann auch noch so ein halbes Päckchen dazu, das müsst ihr aber nicht unbedingt, aber ich habe gedacht, das passt doch jetzt ganz gut dazu. Dann geben wir die Zitronenschale, also ein bisschen Abrieb, gerne natürlich auch von der frischen Bio-Zitrone. Und dann vom Zimt. Zimt muss man halt selber gucken, wie intensiv man den Geschmack haben mag. Jetzt lassen wir das Ganze schön köcheln. So, das Ganze hat jetzt so 10 Minuten gekocht. Und ich hätte so gern, dass ich euch den Geruch rüber beamen könnte. Das riecht echt traumhaft. Und jetzt geben wir noch die gehackten Mandeln dazu. Und dann muss das Ganze jetzt erstmal so eine halbe Stunde abkühlen, bis wir dann den Marzipan dazu geben. Und dann geht's weiter. So, jetzt können wir wieder weitermachen. Und zwar ist es so eine halbe Stunde um. Und jetzt gebe ich da die Marzipanstückchen rein. Jetzt haben wir hier den Boden und da geben wir das Ganze jetzt drauf. Jetzt geht das Ganze erstmal für 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank und dann machen wir das Topping. Jetzt sind wir so langsam auf der Zielgeraden und zwar jetzt kommen wir zum Topping. Und zwar habe ich jetzt 1,5 Blatt Gelatine hier ins Wasser gegeben zum Einweichen, also ins kalte Wasser. Dann haben wir hier 100 Gramm Schmand, 100 Milliliter Sahne und dann brauchen wir noch einen Esslöffel Zucker. Jetzt gebe ich den Esslöffel Zucker schon mal zur Sahne. Und die tun wir jetzt erstmal steif schlagen. Dann geben wir den Schmand zusammen. Dann geben wir die Gelatine, also erstmal ausdrücken. In den Topf, denn das muss jetzt erstmal schmelzen. So, wenn die Gelatine flüssig ist, geben wir ein bisschen von unserer Sahne-Mischung dazu, denn die Temperatur muss sich erst angleichen. Würden wir die Gelatine direkt jetzt zu der Sahne geben, dann würden wahrscheinlich Klümpchen entstehen. Und das ist nicht so sonderlich toll, deswegen das auf jeden Fall machen. Und dann können wir die Gelatine auch zur Sahne geben, zur restlichen Sahne. Und dann geben wir das Topping
auch den Kuchen. Und jetzt heißt es wieder ab in den Kühlschrank. Und was wir jetzt für später schon mal vorbereiten können, sind einfach Mandelblättchen. Lassen wir einfach etwas braun werden, aber aufpassen, damit sie nicht zu dunkel werden, sonst werden sie bitter. Und dann haben wir eigentlich schon fast alles vorbereitet. Wie ihr seht, jetzt bekommt das Ganze Farbe. Und dann muss man es wirklich rechtzeitig runternehmen. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angelangt. Und zwar jetzt kommen noch unsere Mandelblättchen obendrauf. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Zimt und Zucker. So, ihr Lieben, so sieht das Ganze dann aus. Also der Apfel ist natürlich jetzt nicht so fest, weil wir haben ja nur ein bisschen Stärke dran. Aber dafür ist es natürlich eine schöne, saftige Angelegenheit. Und ich kann es euch wärmstens empfehlen, das Ganze nachzumachen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!